Guten Morgen. Dienstag. Ja, ausguckt, wie ihr ja jetzt schon seht, aber Schnee. Es schneit. Es schneit. Es schneit. Schneit man es ja. Müssen wir wieder mit den Wetterbedingungen mal leben. Aber die haben heute auch angesagt. Das weiß ich allerdings nicht, ob in Montreal auch. Da war eigentlich kein Schnee heute. Es sind ja nur noch 200 und ein paar zerquetschte Kilometer. Bis dahin. Es war nicht sonderlich kalt. Quebec ist noch. Maske. Ja, ich war gerade auf dem Service. Auf dem Service. Hab ich tanken, aber irgendein DEF. Jetzt muss ich, morgen früh mal wieder tanken. Ich habe ja noch eine Tankstelle. Ist kurz vor Montreal, weil ich eigentlich immer ganz gut finde. Aber nur mal schauen. Gucken, wie ich jetzt wieder durch die Berge quäle. Hier ist wieder typisch. Hier sind wieder, ich bin jetzt kurz, oder sagen wir mal, Fredericton, zwischen Oromonto und Fredericton. Und wenn du hier auf die Temperatur guckst, plus 5, Leute. Und heute Nacht friert mir wieder den Arsch ab. Weil wieder minus 20 sind oder so. Ist toll, immer dasselbe. Aber ich beklag mich nicht darüber. Weil eins ist sicher. Frühling kommt, der nächste Winter kommt natürlich auch. Also mach mir da ja nichts vor. Aber solche Wintertage sind ja schön. Du kannst ja nicht meckern. So ein ELD sagt. Auf Duty, das ist fein. Da musst du auch immer denken, dass du auf Duty machst, dass du dir Zeit nicht versaust am Tage. Die darfst du dir immer nicht. Ich habe eine 8,41, mehr als ich heute sowieso kann oder will und muss, weil ich kann dir beim Kunden eh nicht stehen. Bis dahin wäre sowieso ein bisschen knapp. Und wenn es kalt ist, dann will ich wenigstens die Option haben. Den Kumpel rufen zu lassen. Ja. So ist das. Aber wenigstens die Tank zu. Jetzt war ich mir quasi auf dem Weg. Ich musste irgendwo rot nachziehen, habe ich schon gemacht. Der Rest war okay. Da werden wir jetzt Richtung Edmonton fahren und da wird es wahrscheinlich dann wieder von plus 5 auf minus 12 wechseln. Mahlzeit. Ich werde gerade entladen. Ja, hinten noch nicht weiter am besten. Ey. Naja. Aber es gibt einen neuen Kunden. Das ist auch schon mal schön. Es gibt einen. Ich werde heute ausnahmsweise mal hier drinnen entladen. Normalerweise entladen die mal draußen, aber hier wuseln die Gabelstapler rum und du darfst dann immer nicht raus und kannst sitzen bleiben. Eigentlich wollte ich mir einen Kaffee machen, aber
Ich hab noch und mach mir erst am Mittag ein. Es geht nach Lüneburg. Ja, heißt richtig, wird UE geschrieben. Klar, die haben jetzt kein Ü, aber Lüneburg, das ist irgendwo an der Küste in Nova Scotia. Noch weiter denn Halifax. Also ziemlich gute Meilen wieder. Das passt ja ganz gut. Mir ist ja wichtig, dass ich Meilen habe. So, ob ich denn nur nach Lüneburg fahre oder nach Alberta, das ist im Endeffekt will ich natürlich nach Westen, aber wahrscheinlich ich muss da ein bisschen Geduld haben, denke ich mal. Bin ja neu und muss mich wahrscheinlich erstmal gut beweisen. Das ist so, wenn du neu bist, die kennen dich ja nicht und da ist egal, was du 20 oder 25 Jahre gemacht hast. Du musst dich wieder aufs Neue beweisen. Das ist so. Ist aber auch in Ordnung. Ich beschwere mich da überhaupt nicht. Es ist jede Menge Meilen. Ich muss jetzt erstmal. Die Leerfahrt ist natürlich scheiße. Das sind schon mal wieder 4 Stunden, knapp 3-4 Stunden. Ich muss hinter Quebec City, also schon wieder Richtung Nova, ist ja im Prinzip egal. Muss da Mulch laden in Bags und Paletten, also angenehme Fuhre eigentlich. Und dann geht's weiter nach Nova Scotia. Da habe ich jetzt keinen Entladetermin, was ist ja auch nicht so schlecht. Weil ich brauche von dahin auch noch locker 11 Stunden, 10, 11 Stunden. Also kannst du normalerweise morgen Abend könnte ich da sein. Morgen ist Dienstag. Morgen Abend da sein. Und Mittwoch früh in Laden. So was. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ich habe jetzt ja nicht. Warte mal. Ich habe mich hier keinen Empfang hier drin für den. Für mein Satellitensystem. Lass mal kicken. Von Quebec sind es auf jeden Fall noch 1000 bis zum Kunden 1201 Kilometer. Oh, das passt. Einen wunderschönen guten Morgen von Grand Falls. Ich bin jetzt gerade am Eruieren, ob ich schon kann oder nicht. Oh ja, ich kann schon auf Duty gehen. Das mache ich auch gleich. Keine Hektik. Grand Falls minus 8 nur, also ich bin ja relativ begeistert. Normalerweise jetzt 3, 4, 5 Mal, aber ich hier in Grand Falls war immer minus 13, minus 14. Aber heute wird es ja nicht einfach Frühling. Vielleicht, man weiß ja nicht. So, ich bin jetzt nach Lüneburg, wie gesagt, gestern habe ich noch, ich habe zum ersten Mal jetzt hier übernachtet, an dem Service, trotz der Entladerei und Laderei, gestern habe ich immerhin noch über 500 Meilen, die muss ich mal aufschreiben, über 500 Meilen geschafft, was, wie ich finde, nicht so schlecht ist. Jürgen, ich habe jetzt keinen Vergleich, klar, aber für meine Begriffe ist es nicht so schlecht. Und es sieht so aus, als ob ich heute noch im Laden könnte. Dadurch, dass ich doch mal bis Grand Falls gekommen bin, dürfte sich das in 7 Stunden ausgehen. Ich bin relativ happy. Ich hatte erst mal ein bisschen Befürchtung. Weil meine Anzeige hier ist ja so eine Gewichtsanzeige und da hast du ja so einen PSI-Rahmen, wo du sagst, okay, war nicht okay. Und gestern war der nicht ganz okay, weil ich war kurz vor 70
und normalerweise von 60 bis 65 in dem Truck hier, so sagte zumindest mein Boss. Aber auf den Papieren standen halt 49, ein paar zerquetschte RBS auf Papieren und dann habe ich auch noch ein bisschen Schnee drauf gehabt. Ja, keine Ahnung, aber im Endeffekt merke ich schon, dass er schwerer ist, aber ich bin über die Provinz-Border-Grenze gefahren. Die haben keine Anstalten gemacht, also ich musste nicht reporten oder irgendwie sowas. Wir werden mal weiter gucken, was heute läuft. Ich habe mir jetzt schon meinen Kaffee gemacht. War schon in den Facilities. Habe meinen Pre-Trip gemacht. Habe Wischwasser aufgefüllt. Habe Öl kontrolliert. Ja, da war schon was los heute Morgen. Ist gerade mal 16:30. Oh. So, ja, mal gucken, wie wir rauskommen hier wieder aus Lüneburg. Das Wetter ist hier also von minus 12 am Morgen plus 9. Plus 9. Und es geht in die US. Nicht von hier aus, geht es erstmal leer zurück nach New Brunswick. Moin Kinder, wir hört's was eben. Nee. Jetzt kommt erstmal der Sommer. Ja, moin. Wo sind wir denn? Aulak. Ja. Angefangen, 5:51. So, ich mache jetzt gerade meinen Pre-Trip. Bevor wir loseiern. Also den Pre-Trip selber habe ich schon gemacht, aber den ELD Pre-Trip. Ich habe geschlafen, also einwandfrei. Ja, ich habe gestern noch ein bisschen gebraucht hier, ehe ich den Service gefunden habe, hat mal an der Abfahrt die falsche Spur genommen und das hat mich dann nochmal fast 20 Minuten gekostet, weil ich kann ja nicht irgendwo hier irgendwie Höft drehen oder so. Aber ja, das passiert halt. Und jetzt geht's nach, was ist das? West Branch. West Branch ist, ist nicht weit weg, ungefähr 1,5 Stunden jetzt von hier. Länger weg nicht brauchen. Ja. Und da werde ich Holz laden für Maine, für die US. Ich denke mal, es ist wieder so ein Test an. Neuerlicher Test. Und zwar jetzt darum, wahrscheinlich zu wissen, wie ich bei den Amis klarkomme oder wie auch immer. Dazu bringe ich heute unbedingt mein Buch. Das muss ich heute raussuchen. Weil da gibt es so eine Sticker, die muss ich nur auf die Bill of Lading machen. Wenn wir da hinfahren. Und dann ganz wichtig heute, ich lade 3 Achs. Und da gibt es so eine Restriction for Main only. So, das heißt, sehen, dass ich 12.000 auf der Steering habe, dann 38 auf der Drives, also 38, das heißt 17 Tonnen,
5,5 Tonnen auf der Lenkungsachse, also sprich vorne. Dann haben wir auf der 13, eine ist ja nur die Triebachse hinten, die 17,2 Tonnen. Der Trailer darf haben 22,680 alleine und total darf ich haben 45,360, also 100.000 LBS. Das ist für Main. Dazu muss ich die Gewichte dann durchheben, sodass ich da auf Nummer sicher bin, vergleichen kann, weil das ist für uns wichtig. So, jetzt habe ich gerade noch meine Papiere hier geholt für die US. So, naja, brauchst ja mal Paperwork zum Rauskommen und wieder Paperwork zum Reinkommen. Wir haben Donnerstag Nachmittag. Ich mache mich jetzt auf den Weg nach Maine. Unloading, also abladen morgen früh. Empty in Maine. Yay. Und mal also schlecht von der Zeit, aber das ist überhaupt, wie viel Uhr haben wir denn hier? 8.16 Uhr. Ich war 6:30 schon hier. Die machen 7 auf, aber der war schon da. Oh ja, ich vergesse meine Schubse Bescheid zu sagen. Die sind dann immer aufgeregt, wenn ich mich nicht melde. Aber die müssen nur begreifen, wenn ich mich nicht melde, ist alles okay. So ist das bei mir. Da müssen sie durch. Ich vergesse nur manchmal. Du tust deinen Job oder bist du fertig und dann. Ich meine, ich weiß ja eh, dass ich jetzt nach Kanada zurückgehe. Also ich lade ja jetzt nicht irgendwo hier noch schnell irgendwas zurück, weil dafür habe ich die für den Paperwork ja nicht bei. Ich habe zwar einen Drucker auf dem Auto, aber der ist noch nicht installiert. Also aufgebaut. So, jetzt ist der Ufer da schön voll hier. Ja, ansonsten war die auch okay. War gestern mit der Laderei, war wirklich, das war ein dirty place. Also meine Fresse, ey. Jetzt ist es ja auch so, ich meine, in Kanada musst du immer davon ausgehen, es ist dreckig. Bei den Ladeplätzen. Gerade jetzt, wo das losgeht, so ein bisschen mit Frühling. Weil dann ist ja dieser, wenn es denn die Regen hat oder Wasser steht und wenn du deine Gurte schmeißt, dann siehst du aus, als ob der Maler drin ist. Echt. Und dann haben die da gestern Helmpflicht gehabt. Und, ey, bei jedem Gurt schmeißt es mit der Helm runtergeflogen. Ein Ding irgendwann beiseite gefeuert.
Und dann war gut. Sollen der Best. 60. Weil die fahren gerne im Fall. Also 100. 98 irgendwie, aber 100. Es war gerade ein Schild, Low Flying Aircraft, aber ich kann kein Low Flying Aircraft sehen hier. Ja, Maine ist eigentlich ein schöner Bundesstaat, muss ich sagen. Also von der Natur her. Gerade wenn du nachher hoch die Berge fährst, ist nicht schön, wenn du voll beladen bist, aber ich mache nachher noch ein paar kleine Videos von da, bevor du kennst von da, wenn ich da hoch eier. Weil mit Musik macht sich das natürlich. Ja, ich weiß nicht, wie das hier ist, ob die stehen hier manchmal mit der Kamera oder so. In Quebec habe ich die schon mal gesehen, da stand sie mit der Kamera. So mit der Handkamera im Auto und sie sitzen. Ich weiß nicht, ob die das hier genauso machen. Keine Ahnung. Aber man muss sich ja nicht ausreizen. Aber ich fahre jetzt ungefähr 62, fahre ich? Nee, 63 sogar. 63 Meilen. Aber links will sich so ein kleiner Truck vorbei machen. Was haben wir denn? Ein Volvo. So blau oder was? Ja, immer, das wisst ihr ja schon, ob der von anderen Videoleuten auch schon hört. Also, wenn so ein Auto mit Warnsignal hier am Standstreifen steht, zum Beispiel am Standstreifen steht, dann musst du links rüber. Manchmal kannst du nicht, aber wenn es möglich ist. Ja. Und dann hat er keiner gefragt, was mit den Wiegestationen. Ja, also das ist die Wiegestation, die sind immer am Highway und da gibt es welche, die sind generell, manche sind besetzt und dann geht so ein Amberleiter an, also ein gelbes Licht, ein Flashinglicht und dann heißt das, du musst über die Waage und die checken einfach die Wichter und was auch passieren kann, dass sie eben eine Inspektion machen, wenn du auf solchen Wiegestationen ankommst. Manche sind zum Beispiel Nova Scotia und New Brunswick, habe ich geduschen gesehen und in Quebec auch schon, also ich denke mal, wird überall sein. Du hast so eine Art Detektoren eingelassen in der Straße, im Belach. So, wenn die dich detekten und sagen, der könnte eventuell zu schwer sein, dann kommt ungefähr 100 Meter weiter oder so weit, kommt dann eine Anzeigetage, Tafel appiert dann oder leuchtet dann auf, Truck must report to the scale. So, du musst also dann hinfahren. Ja. Das ist einfach eine Gewichtskontrolle und gleichzeitig, wenn sie Bock haben, dann machen sie auch eine Inspektion an deinem Truck, an deinem ELD, an deinem Fahrtenrekord. So, dann ist eigentlich, das ist eigentlich alles. So, da rollst du im Prinzip rüber und wenn die grüne Lampe ist, dann kannst du normal weiter. Wenn die gelbe Lampe an ist, dann musst du parken und reporten. Also dann musst du irgendwo an der Seite parken und dann musst du mit deinem Papierkram da zur Waage. Also aufpassen musst du immer überall. Ich sag mal jetzt in Kanada, du hast für Quebec und für New Brunswick und für Nova Scotia, das habe ich jetzt mitgekriegt. Hast du unterschiedliche Begrenzungen auch, Gewichtsbegrenzungen. Und speziell dann wieder für die USA
hast du Main, gibt es gesonderte. Da muss das wirklich hundertprozentig passen. Das ist so der Grund gewesen, gestern, als ich geladen habe, musste ich noch eine Weile warten, damit die abklären, dass die Gewichte auch passen, weil du musst ja die Frontachse wiegen, erst die Frontachse, die hat ein Limit, was die nicht, so, dann musst du deine getriebene Achse, die musst du dann wiegen und du brauchst also nicht die letzte Achse vom Trakt, nur die getriebene Achse, so, das ist dann normal Gewicht. Und dann hast du nochmal Trailer. So. Und das Gesamtgewicht. So, das musst du eben dann, wenn du zum Beispiel erst einmal geladen habe, das muss ich mir jetzt selber aufschreiben. Und dann muss ich schicke ich dir die Daten rüber in Dispatch. Ich meine, ich habe meine Liste hier speziell für Main. Da kann ich drin gucken und da habe ich gesehen, das passt. Aber du musst halt warten vom Dispatch, dass der dir sagt, okay. Jetzt kannst du gehen und jetzt kannst du fahren. So. Alles in allem kannst du Gesamtgewicht mit in Main 45 Tonnen. Dann darfst du haben bei Dreiachser. Es gibt den Unterschied zwischen. Es gibt den Dreiachser, dann gibt es Tor. Also wenn die Achsen jetzt auseinandergezogen sind. Und dann hast du beim Zweiachser hast du dasselbe, da hast du den normalen, wo die beiden Achsen dicht beieinander sind und dann hast du glaube ich über einen Meter oder so, gibt es welche, wo du über einen Meter Platz hast. Und für diese Trailer gibt es auch nochmal unterschiedliche Gewichtsbegrenzungen. Ist nicht so schlimm, weil Liste habe ich immer hier. Also wenn ich meistens fahren wir sowieso mit Dreiachser, Liftachse. Also jetzt zum Beispiel ist er leer. Und da geht die Liftachse hoch. Oder ist die Liftachse hoch? Weil ich bin ja leer. Klicks und Fragen versuche mal relativ kurzfristig zu beantworten. Und ja, und wenn ich da nicht beantworten kann, habe ich ja gesagt, mein Video wird ja dieses Work Permit Video rauskommen, das wird extra sein. Und ansonsten. Vielen Dank fürs Anschauen, vielen Dank fürs Liken und wir sehen uns auf einer der nächsten Touren. Mal gucken, wo es hingeht am Montag. Ich habe noch keine Ahnung, aber normalerweise kriegst du dann immer spät abends oder morgen.